Professor Fitzenberger. In Krisen liegen oft auch Chancen. Welche positiven Entwicklungen sehen Sie? Die Covid-19-Krise hat sehr deutlich gemacht, dass wir in der Digitalisierung weiter voranschreiten werden. Sie hat die Digitalisierung beschleunigt. Sie hat deutlich gemacht, dass unsere Infrastruktur hier noch verbessert werden kann, verbessert werden muss. Es muss sehr viele Anstrengungen sowohl von betrieblicher Seite als auch von staatlicher Seite geben, die digitale Infrastruktur zu verbessern und die deutsche Wirtschaft für den bevorstehenden, weitergehenden Digitalisierungsschub fit zu machen, die Arbeitnehmer durch geeignete Weiterbildung mitzunehmen, um in einer weiter digitalisierten Wirtschaft mithalten zu können. Es wird Geschäftsmodelle geben, die jetzt noch stärker unter Druck stehen. Wir denken an den Einzelhandel in den Innenstädten. Wir denken an den boomenden Onlinehandel, der von der zusätzlichen Digitalisierung, von der Krisenentwicklung profitieren wird. Das dann auszutarieren und den Arbeitsmarkt dafür fit zu machen, das wird eine große Herausforderung für die Betriebe, aber auch für die Politik sein. Eine der wichtigen Entwicklungen seit der Covid-19-Pandemie ist das Homeoffice, in dem jetzt viele arbeiten. Wie schätzen Sie das ein? Das Homeoffice ist eine sehr gute Strategie, um mit der jetzigen Krise fertig zu werden, die jetzige Krise zu bewältigen. Da hat sich unglaublich viel getan in den Betrieben und auch in der Bereitschaft der Betriebe und der Arbeitnehmer, in die Arbeitsorganisation das Homeoffice einzubinden. Im Bereich der Arbeitsorganisation sehen wir auch weitere Veränderungen, die sicherlich nachhaltig wirken. Der Gesundheitsschutz der Beschäftigten wird eine größere Rolle spielen, wird aktuell auch neue Arbeitsplätze schaffen, auch im Bereich ungelernter Tätigkeiten, die für ungelernte Arbeitskräfte möglich sind, um den Gesundheitsschutz für die Kunden, für die Beschäftigten umzusetzen. Man denke an die ganzen Hygieneschutzmaßnahmen, man denke auch an weitergehende Gesundheitsschutzmaßnahmen, die nicht wieder zurückgebaut werden im Bereich der Bürotätigkeiten, im Bereich der Produktion. Können Sie uns dafür noch konkrete Beispiele nennen? Zum Beispiel im Verkehrsbereich muss ja jetzt der Abstand in Zügen, der Abstand in Flugzeugen eingehalten werden. Neue Regeln müssen entwickelt werden, wie dem Gesundheitsschutz Rechnung getragen wird. Das wird auch in Zukunft, wenn wir mal eine Influenza-Pandemie haben, wenn wir im Winter starke Erkältungswellen haben, das wird sich sicherlich positiv auch darauf auswirken und in Zukunft die Verkehrsbetriebe zu Reorganisationen bringen, die sich auch nachhaltig positiv auswirken werden.